Also ich glaube, zum Spiel Hertha brauche ich eigentlich nicht mehr viel sagen. Also wir haben gesagt, wir wollen die letzten zwei Spiele gewinnen, wollen uns wieder auf die alten Tugenden besinnen, wie wir aus der Krise rausgekommen sind. Ich glaube, das haben wir dann am Freitag auch sehr gut gemacht. Wir haben sehr gut dagegen gehalten, haben auch, finde ich, teilweise gut den Ball laufen gelassen. Klar ist Hertha eine sehr junge Truppe, aber auch sehr spielerisch gut. Ich meine, Hertha ist, glaube ich, für mich in Deutschland die beste Jugendabwehr, die sie machen. Haben viele junge Leute rausgebracht, die auch dann höher spielen und jetzt noch woanders. Aber ich glaube, hinten raus war es schon ein verdienter Sieg. Wir haben, glaube ich, nur eine Torchance zugelassen, die Benni super pariert. Also war schon ein verdienter Sieg. Am Samstag ist es so, ja, Oberlausitz, wir spielen zu Hause. Das habe ich schon mal gesagt, zu Hause wollen wir eine Macht werden. Wollen die 3 Punkte einfahren. Klar ist auch, dass die Spieler, die uns verlassen werden, von Anfang an spielen werden. Vor allem Markus Krug wird auch die Kapitänsbinde tragen. Weil ich glaube, nach 10 Jahren, das, was er hier für den Verein geleistet hat, soll er auch einen gebürtigen Abschied kriegen. Ja, ich denke mal, so alles sacken lassen werde ich dann erst am Samstag, denke ich mal, wenn es dann noch wirklich vorbei ist. Alles nochmal Revue passieren lassen. In der Saison war ja auch viel auf und ab. Haben uns sicherlich den Start alles ein bisschen besser vorgestellt, gerade nach der guten Vorbereitung. Und ich dachte mir schon, das kann nicht wahr sein, so in der letzten Saison, dass da so viel Trubel dann ist. Wir haben uns dann zum Glück gefangen, dann auch mit der Ende der Hinrunde dann schon. Haben dann eine richtig starke Rückrunde gespielt, wo jetzt doch alles in die Richtung geht, wo wir denken, da kann es dann hingehen, gerade auch mit Hinblick auf nächste Saison. Und ja, um das jetzt rückblickend 10 Jahre, also das ist schon natürlich einiges passiert, gerade auch hier im Stadion, im Verein, von Strukturen. Also wir sind schon im stetigen, in der Weiterentwicklung, aber ist natürlich noch viel Arbeit. Und ja, mein größter Wunsch ist einfach, ab Sommer dann auf der Tribüne zu sitzen, den Jungs zuzugucken und erfolgreichen Fußball zu sehen, und da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja. Noch bis 200, über 240 Spiele, gibt es denn Spiele, die dir ganz besonders in Erinnerung bleiben werden, wo du jetzt spontan sagst, das werde ich nie vergessen? Ja, also die Derby-Siege in Leutsch waren immer ganz nett. Ja, auch die Aufstiege natürlich, als wir dort in Chemnitz damals aufgestiegen sind, oder die komplette Oberligasaison war überragend, wo wir ungeschlagen aufgestiegen sind. Wir hatten Spiele im Zentralstadion gegen Magdeburg oder Jena, wo wir in Unterzahl als Underdog gewonnen haben, gegen die haushohen Favoriten. Hier zu Hause gegen BFC in Unterzahl, wo wir das Spiel noch gedreht haben. Oder dieses Spiel auch in Neustrelitz, als die damals erster Platz waren und wir noch um Abstieg gekämpft haben und als, ja, Abstiegskandidat noch ein 2-0 umgedreht haben, 3-2. Aber selbst wo ich jetzt auch nicht im Kader war, dieses Chemnitz-Spiel, das war für mich auch auf jeden Fall sehr emotional, wo man sieht, wozu Lok imstande ist, und einfach die Jungs auf dem Platz so zu sehen, wo man auch einfach eine deutliche sportliche Entwicklung hier schon sieht im Gegensatz zu den letzten Jahren. Das sind schon Momente, die man nicht so schnell vergisst. Gibt es denn Pläne, auch in der nächsten Saison irgendwo gegen den Ball zu treten? Ausgeschlossen ist es ja nicht. Ich meine, dafür spielt man ja zu lange Fußball, aber da gibt es noch gar nichts Konkretes. Also mich haben natürlich ein paar Vereine angerufen und gefragt, aber ja, ich würde das auch erstmal alles sacken lassen, weil nach Lok gibt es eh erstmal jetzt nichts, wo ich so sehr mit Herzen dranhängen werde. Von daher ist der Kopf auch noch gar nicht so weit, um zu sagen, okay, da spiele ich jetzt nächstes Jahr, weil das wird dann auch wirklich reine Spaßgeschichte, nur noch in Anführungszeichen. Also ich bin ja trotzdem einer, der brennt, wenn er dann doch auf dem Platz steht oder im Trainingsplatz. Da will ich auch das Trainingsspiel gewinnen. Aber alles andere sehe ich jetzt, entweder es klappt oder es klappt nicht. Also ich gebe mir da überhaupt keinen Druck, dass ich jetzt unbedingt bis dann und dann irgendwo einen Verein haben muss. Also das lasse ich ganz locker auf mich zukommen. Kannst du dir vorstellen, irgendwann mal in naher oder weiter Zukunft wieder für Lok irgendwie tätig zu sein? Das auf jeden Fall. Also wir sind da auch in Gesprächen, und das ist ja schon mal eine Ehre an mich, dass der Verein mich auch halten möchte. Ob es dann klappt, werden wir sehen. Wie gesagt, ich brauche dann sicherlich jetzt erstmal Abstand, dann ab Samstag, damit dann noch eine kleine Klassenfahrt. Und dann werde ich sehen, ob das passt. Wie gesagt, da muss dann Aufwand und Nutzen dann auch erstmal stimmen, weil ich dann ab Sommer auch wieder in Vollzeit arbeiten gehe bei meinem Arbeitgeber bei der Stadt Halle, und wie gesagt, auch Familie auf jeden Fall erstmal in den Vordergrund rückt, was jetzt jahrelang, wo ich einen
Log alles untergeordnet habe. Ja, wo ich Hochzeiten oder große Familienfeiern immer verpasst habe, wo ich auch nie auf die Idee kam, dass ich hätte da irgendwie ein Training oder ein Spiel sausen lassen, weil ich, wie gesagt, alles Log untergeordnet habe. Selbst bei der Geburt von meinem Sohn bin ich eine Woche später ins Trainingslager gefahren und so. Darum ist, denke ich, jetzt Zeit, auch erstmal wirklich Familie auf jeden Fall an erster Stelle zu stehen. Und dann wird sich zeigen, ob man mal eine geeignete Position findet, wo was für mich Sinn macht und was für Log dann auch Sinn macht. Also ich hatte jetzt einfach die Mannschaftsposter meiner letzten 10 Jahre mal durchgegangen, habe eigentlich aus jedem Jahrgang welche eingeladen, haben auch alle Ja gesagt, aber um jetzt final zusagen zu können, weil die meisten selber noch spielen und dort neue Saison ist, kann man das jetzt noch nicht final sagen. Fest ist zum Beispiel René Heuse, der hier auch viele Verdienste hat, oder Thorsten Görke, der ja auch über einen Wash-Fanshop die Trikots stellen wird, wo ich sehr dankbar bin. Der wird zum Beispiel dabei sein. Alle anderen sind halt Spieler, die noch dabei sind. Und das wird man dann sicherlich nach und nach dann wohl auch kommunizieren, wenn es noch wirklich feststeht. Ja, es werden halt, wie gesagt, aus allen Jahrgängen eigentlich welche dabei sein. Ja, und natürlich auch von der aktuellen Mannschaft. Kann ich ja schon sagen. Markus wird eine Innenverteidigung auflaufen, wenn wir mit Viererkette spielen. Ja. Ich hoffe einfach nur, aber ich glaube, da werden die Fans mich da, glaube ich, nicht enttäuschen. Markus hat 10 Jahre viel getan für den Verein, viel Schweiß und Blut reingesteckt. Ich hoffe einfach nur, dass dann das auch zurückgezahlt wird, wenn er dann in der 70., 75. ausgewechselt wird und seinen gebührenden Abschied kriegt, dass wirklich da die Fans Standing Ovations geben.